Und erstmal vielen, vielen herzlichen Dank an 1418 Abonnenten. Ich glaube, es waren 18 Abonnenten. Vielen, vielen herzlichen Dank erstmal dafür. Und ich hoffe sehr, dass euch wieder ein paar Games hier gefallen werden. Und ich hoffe, es ist auch was für euch dabei. Wie gesagt, schaut einfach mal gerne rein. Probiert auch mal x-beliebig mal ein paar neue Games aus, wenn ihr gerade Zeit habt und sowieso nichts zu tun habt. Gönnt den Age Games auch mal eine Chance. Da könnte auch die eine oder andere Überraschung für euch dabei sein. So, ähm, ich sag, Community Tab. Ja, die Ausscheidung von Koikatsu ist durch und äh, da es eine Überraschung. Äh, ja, da bin ich jetzt am Überlegen, wie ich das machen werde, weil äh, es gab ein Stechen. Ja, es gibt das erste Stechen. Und ich muss mir erst überlegen, was ich da jetzt machen werde. Es gibt ein Stechen. Wer genau das Stechen erreicht hat und wer denn noch nicht, guckt auf alle Fälle in die nächste Folge von Koikatsu Sunshine. Denn dann muss ich mir was einfallen lassen, denn wir haben ein Stechen. Hm. Ich weiß nicht, wie ich das machen werde. Ich muss noch überlegen. Aber gib mir Zeit. Ich habe noch so, so noch ein bisschen Zeit, das, äh, dazu nachzudenken. So, ähm, auf alle Fälle ähm, wollte ich gleich vorweg schon mal was hier zu ähm, Summer Bucket Scramble ankündigen. Ich habe ja gesagt, ich wollte ja gerne mehr mit ein bisschen Hardcore-Modus machen und wollte ja ganz gerne anfangen, in Summer Bucket Scramble ja ein bisschen noch mal reinzuspielen. So, ähm, ich habe euch ja letztens erzählt, dass es mit dem äh, 1.0.3-Update ja eigentlich nur Cosmetic-Items so, gab und ja nichts großartig Neues dazugekommen ist, außer dieses Halloween-Event, was ich euch aber auch erzählt habe. Ähm, jetzt sieht es so aus. Am 1.11. möchte oder wird wahrscheinlich ILL Games ähm, nochmal wieder ein neues Update für Summer Buggy Scramble herausbringen. Und zwar wird das ein Update werden. Ich kann ja mal ganz kurz auf Summer Scrum mal raufgehen. Ähm, das wird ein Update werden, wo sechs neue Characters rauskommen. Hier ist übrigens das 0.3. Ähm, da werden sechs neue Typen vorgestellt. Ich habe auch schon die Stimmen. Die könnt ihr könnt ja mal auf ILL Games, äh, müsst aber auf die japanische Seite raufgehen, dann seht ihr das auch. Ähm, da gibt es sechs neue Characters. Man hört aber aktuell erstmal nur die Stimmen. Ne? Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, was da kommen wird. Jetzt hatte ich mich zu entschlossen, wir haben jetzt schon den 20. Und ich habe mir überlegt, okay, wisst ihr was, dann warte ich jetzt noch diese paar Tage ab. Und da ich ja mit den neuen Updates sowieso erstmal wieder gucken muss, ob das wieder, wieder klappt oder nicht, ich hatte mit dem 0.3-Update ja auch so ein paar Probleme gehabt. Ähm, wollte ich dann gerne, wenn dann Summer Bucket Scramble noch nochmal versuchen, wenn das, wenn die drei, sechs neue Charaktere da sind oder die sechs neue Charaktereigenschaften da sind damit ich die euch auch gleich präsentieren kann. Vielleicht sind ja da ein paar interessante Vibes dabei, so dass ich dann jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr bei 24, 23 Characters, die ich habe, sind 10 ja sowieso schon mal drin, plus 6 und 16. Das heißt, also, das heißt also ungefähr, wir hätten dann so ein bisschen mehr Abwechslungsvielfalt, wenn ihr versteht, was ich meine von den Characters. So könnte ich das ein bisschen besser anpassen und so würden nicht ein oder die anderen immer so gleich klingen, wenn ihr, wenn ihr wisst, wie ich das meine. Ne? Ich versuche hier immer gerne ein bisschen Abwechslung reinzubringen und dann vielleicht mal den Hardcore-Modus zu starten. Ähm, da bin ich auch gerade noch am gucken, wie ich das gestalte. Ich werde jetzt noch einen letzten Testlauf dann nochmal durchlaufen lassen, in dem ich die Einstellung übernehme, ähm, dass sie eben komplett halt nicht auf Kerle stehen, aber nicht bad mit Guys sind. Na, das ist vielleicht auch nochmal. Muss ich mal gucken, ob die Einstellung auch klappt. Hm. Ja, lass mich noch irgendwas trinken, aber ich sag ja, na, es kommt, es ist auf dem Weg. Ich bastel daran gerade rum. Ähm, nebenbei bin ich auch noch ein bisschen an Koikatsu am arbeiten, weil wir ja mit Koikatsu Sunshine langsam ja immer mehr in Richtung Ende marschieren. Und ja, da kommen wir auch gleich mal direkt zum Punkt. Ähm, vielen Dank an 2418. Es war doch richtig. Ähm, ich schau mal rein. So, wir haben jetzt den hundertsten Part von Koikatsu Sunshine raus. Das Date mit Joey kam. Und ja, wie gesagt, habe ich euch ja erzählt, da gab es ja ein kleines Problem das erste Stechen. Ich muss gucken, wie ich damit jetzt umgehe. Ich hatte nicht erwartet, dass es ein Stechen gibt, aber es ist eins gekommen. Und da muss ich mal schauen, wie ich da weitermachen werde, wie wir das machen. Das sind zwei Lieblinge, das weiß ich auf alle Fälle. Schauen wir mal. Ich überlege mir da noch was auf alle Fälle. So, dann haben wir ja noch äh, morgen das Date mit der Ex. Ja, auch das war ein Schock für mich. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Also ich kenne das Spiel ja schon. Ich wusste ja schon, wer morgens Ex ist, aber ähm, es ist schon eine Überraschung, dass morgen da und ihr Ex-Partner da. Ne, das war schon eine Überraschung war wert. Dann ja, wie gesagt, ähm, super, super Game von Sinembein Studios. Sehr interessantes Game. Ich bin gespannt, wie es weitergeht damit. Also bisher hat es mich gut getriggert, ich bin echt begeistert, fand es cool, fand es interessante Idee, fand es coole Spielweise, hat mir gefallen, war auch alles easy going, easy go. Bei euch ja auch mit 6 Likes definitiv gut dabei, 117 Aufrufe, alles soweit okay. Ähm, ich bin jetzt gespannt, wie es nach der Demo weitergehen wird und wie der nächste Zustand des Games aussehen wird, weil aktuell fand ich es nicht schlecht, gerade die Idee mit der Suppe und den Troll, der ankommt und es immer wieder leer säuft. Eigentlich eine ganz nette Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, gefällt mir auf alle Fälle. So, Rogler kam die letzte Folge, ich habe schon was Neues aufgenommen. Kommt Montag. Schaut es euch an. Ist auf alle Fälle ein gutes äh, Game, was ich auf alle Fälle wieder rausgeholt habe. Und ähm, für alle Leute, die mit den Game Probleme hatten und mit den Game Schwierigkeiten hatten, gerade beim Start. Ich weiß, da sind einige dabei, die da mit den Startschwierigkeiten hatten. Ähm, wird die erste Folge auf alle Fälle eine sehr gute Folge sein? Denn dort erkläre ich nochmal ganz genau, wie alles funktioniert, wie ihr da weiterkommt und wie ihr die Startschwierigkeiten behebt, sodass euch ein guter Start auch gleich am Anfang gelingt und ihr nicht irgendwie nach ein paar Minuten immer meint, ah, mir fehlt Kohle oder sonst was alles. Guckt es euch auf alle Fälle an. Hm. Dann hatten wir noch The Last of Us. Das hieß ja noch ein bisschen anders. Äh, da bin ich auch mal gespannt. Also bei euch scheint es ja ganz gut anzukommen. Na, es ist eine Geschmacksfrage, finde ich, meiner Meinung nach. Ich weiß, The Lust of Us, The Last of Us, da muss er sowieso noch aufpassen mit den Namen. Ich weiß auch nicht, ob sich das noch umändern könnte. Da muss ich noch ein bisschen auf Up-to-Date bleiben. Er hat ja gerade nur die Umfrage gestaltet, ob er das Spiel umbenennen soll oder nicht. Ich weiß nicht, ob das zu ähnlich an den Titel von The Last of Us gehen wird, weil es hat ja schon fast die Storyline ja so ein bisschen von übernommen. Ähm. Studio 44 oder ob er es eben halt noch, was war denn das, noch, Another Chance, ne? oder äh, so nehmen wird. Man muss er halt gucken, wie er das noch machen wird. Auf alle Fälle scheint es bei euch sehr gut angekommen zu sein. Und äh, hätte ich jetzt nicht erwartet. Oder hätte ich schon erwartet, klar, es gibt die, viele Last of Us Fans. Es ist immer schwer, so ein Game wie The Last of Us, was sehr viel Dramatik und sehr viel mit den Protagonisten arbeitet, bei den beiden Hauptprotagonisten Ellie und Joel. Das waren schon so. Characters einfach, die eine harte Bindung auch aufgebaut haben, die in einer Postapokalyptischen ähm, Welt echt so, ne, ums Überleben kämpfen, doch eher, es war ja eher mehr so ein Vater-Tochter Ding gewesen und so, obwohl, ich glaube selbst, ich bin mir nicht mehr sicher, ob sie, ich müsste da mehr spielen, aber ich glaube doch, dass sie auch, dass Ellie glaube ich teilweise auch schon manchmal so ein bisschen so ein bisschen auf Joel hingeguckt hatte oder so. Hm. Dann dazu noch die Serie, die bei HBO gestartet ist. Ich meine, mehr Werbung für ein Game von The Last of Us kannst du ja gar nicht haben. Die Serie übrigens bei HBO fand ich auch ganz okay. Hat mir gefallen. Fand ich gut. Ähm ich hoffe nur, dass die da nicht wieder so ein dramatisches Volumen draus drehen werden wie bei The Walking Dead. Da fand ich das irgendwann dann einfach zu viel. Ähm mir hatte The Walking Dead auch sehr gut gefallen, aber irgendwann war mal Schluss. Wisst ihr, wie ich meine? Weil irgendwann übersättigst du eine Serie komplett. Und für mich den Final Strich hatten sie, glaube ich, ab Staffel 8 geschaffen, wo sie gesagt haben, Staffel 8 sollte die letzte sein. Und dann, oh, hier war ja so viel Gutes dabei, oh, machen wir noch eine neunte. Und ich weiß gar nicht, bei welcher Staffel die aktuell gerade sind. Also irgendwann ist bei The Walking Dead auch mal so ein Punkt erreicht, wo du sagen musst, jetzt ist Feierabend. Und die Serie hat ja auch übelst reingefeuert. Also der Start war übelst gut, aber nachher sind einfach die Zuschauerzahlen auch richtig in den Keller gerasselt. Weil das einfach zu viel geworden ist. Man darf, man, ich, ich finde es gut, bei Game of Thrones zum Beispiel, kann man ja auch mal ganz kurz sagen, ähm, fand ich das auch nicht schlecht. Da war es ja auch so, da war ja dann die letzte Staffel. Okay, dieses Dunkel war wirklich zu dunkel. Aber trotzdem, das Final war gut aufgebaut, es hat alles gut gepasst bis zum Final hin. Klar, viele waren einige waren enttäuscht vom Finale, die anderen haben das Finale geliebt. Das ist Geschmackssache, Aussicht. Obwohl ich sagen muss, aber der Push bis zum Final in den Staffeln war gut. Und dann, eigentlich mal gesagt, auch diese. Was waren das? Wie viele Staffeln hat Game of Thrones? Fünf Staffeln? Hm. Na, was auf alle Fälle. Bis zum Final-Push haben sie gut mitgezogen und dann das Final schön abgeschlossen. Das fand ich gut. Das war in Ordnung. Das war genau richtig abgestemmt und genau richtig abgetimt. Und dann Feierabend. Ich glaube, sechs Staffeln hat das Ding. Und jetzt mit der aktuellen neuen. Folge der House of Dragons. Da habe ich mir ein paar Serie, Teile von angesehen, aber die hat mich nicht gekickt. Da bin ich ganz ehrlich, House of Dragons hat mich persönlich nicht gekickt. Und so habe ich dann auch den Anschluss an House of Dragons komplett verloren. Und obwohl ich es gar interessant fand am Anfang, ähm, dass es sich ja um die Vorgeschichte von Game of Thrones geht aber irgendwie hat irgendwie irgendwie fehlt mir was irgendwie zieht die mich nicht so ich weiß nicht warum Game of Thrones hatte mich von den ersten zwei Folgen schon oder drei Folgen schon richtig gekickt viele von euch denke ich mal auch und bei House of Dragon hat mir das irgendwie gefehlt naja jedenfalls auf alle fälle kurzer abschnitt mal einfach mal bei Lust of us Last of us ne ihr wisst selber Bescheid ähm, da müssen wir jetzt aktuell noch gucken wie das aktuell da aussehen wird ob er den Namen beibehalten wird oder ob sich das ändern wird wenn ja schreibe ich es im Titel nochmal um so ähm, um, ja, und dann kamen schon die Game-Updates und wir gucken auch mal gleich auf eure Kommentärchen. Mal sehen, was es da aktuell gibt. Wieder mal zurückgehalten, habe ich nichts. Nö. So, can you make a tutorial for the English, uh, for uh, for the English patch? Ein Tutorial in Englisch, meinen sie. Ähm. Um, ja. Yeah. Ich habe ja gesagt, auch in den Deutschen, es gibt nicht mehr als kosmetische gerade aktuell. Also, es sind nur Cosmetics. More not for Halloween. More not. Also, ich denke mal, vielleicht das nächste Update könnte ich in Deutsch und Englisch bringen. Hm. Da muss ich mal nachschauen, ob ich das in Deutsch und in Englisch aufnehme, ob ich zweimal aufnehme oder ob ich das in erst in Englisch mache und dann in Deutsch. Muss ich schauen. So, dann kam die Frage bei Wet: ähm, Hast du das bis zum Ende gespielt? bin gerade dran. Ja, ich habe Wet The Sexy Empire zu Ende gespielt, aber nicht auf YouTube. Ich habe Wet Sexy Empire damals komplett durchgespielt, weil es ein geiles Spiel war. Ähm das Problem allerdings war ich da jetzt hier, ich hatte ja erst überlegt, ob wir eine zweite Folge von Wet Sexy Empires machen sollen. So, ähm der zweite Teil oder das, das zweite Ding ist auf alle Fälle die beste. Das Beste an den ganzen Game mit. Also mit den ersten und jetzt äh, zweiten Part, also besser gesagt, die. Ähm, mit dem Studio fand ich am Wet wirklich am geilsten. Der dritte war sowas von langweilig, da habe ich mich dann nachher ja durchgeommelt und war froh, dass es dann eigentlich vorbei war. Aber das erste und äh, das zweite, ich sag mal, Story-Content ist richtig geil. Nur beim zweiten habe ich das Problem, weil wir bauen ja ein eigenes Erotikstudio nachher auf und wir noch eigene Erotikfilme drehen und dies und das alles. Müssen Erotikdarstellerinnen einstellen, müssen auch mal ein Set ran, wäre, die da gerade am Hökern sind. Und da ist eben halt das Problem, das Ganze für YouTube zu schneiden. Das wäre eine unwahrscheinliche Schneideaufgabe. Also, wenn ich den zweiten Part komplett auf YouTube hochladen müsste, dann wäre das eine Aufnahmezeit mindestens von zwei Stunden oder über zwei Stunden, wofür ich fast mindestens, ich würde mal über eine halbe Stunde oder mehr sogar rausschneiden müsste, weil ich eben halt diese ganzen Sets und alles rausklicken müsste. Ne, ihr wisst, was ich meine, weil der Direktor, der, der Regisseur wird öfters mal kommen und sagen: Er braucht noch dies für den Shop, er braucht noch das für den Shop oder für eine Szene. Oder ähm, der eine Darsteller will nicht das machen, was der sagt. Und da muss ich da hin und da muss ich das wieder schneiden und dies. Ähm, das ist eine riesen Aufwandsarbeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob sich das dann nachher, ja, ich denke mal, es würde sich schon rentieren. Aber ich weiß nicht, ob ihr davon mehr enttäuscht sein würdet, was dann zu sehen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ich muss ja mal gucken, dass ich hier auf YouTube auch dabei bleiben kann. Das ist ja auch immer so eine Sache. So, teilzeit Otako, <laughs> Dann, da dann, äh, dann, da dann ist für mich das Highlight des Jahres. Vor allem, wenn man auf die, ähm, wenn man es auf die Serie begrenzt, ähm, die auch dieses Jahr gestartet sind. Ähm, Achso, du meinst alle Serien so allgemein, ne? Nimmst du dann, da dann als Highlight des Jahres. Das ist okay. Ähm. Man, also wie Apotheker und Ferene nicht zählt. Ah, okay. Ferene war das mit der Elfe. Die Apothekerin habe ich auch mal gehört, dass das eine ziemlich gute Serie sein soll. Ähm, ich habe es aber noch nicht geschafft, sie zu gucken. Aber ich habe viel Gutes über diese Serie. Es ist eine sehr drama-argumentierte Serie, wenn ich das richtig gehört habe. Und Ferene habe ich auch schon mitgekriegt. Das ist ja diese Elfin. Ähm, da muss ich aber auch noch mal reingucken, weil ich habe ich aber auch noch nicht geschafft anzusehen. So, habe ich mir direkt die ersten, die ersten fünf Bände des Mangas inklusive Schuber gegönnt. Sehr geil. Ähm, in den in denen ich den nächsten Mal reinlesen werde. Oh, ich weiß nicht. Also ich finde es echt mutig, muss ich sagen, mir gleich mal die ähm, die, die Mangas zu holen. Finde ich geil. Gute Idee auf alle Fälle. Ähm, ah, die, Dandadan ist ja noch nicht durch. Ich glaube, wir sind jetzt aktuelle Folge 3 mit der Turbo-Oma, der immer noch so drin ist. Und ich weiß nicht, ob man sich dann davor wegspoilern sollte. Ich, ich, ich liebe das gerade so also an Dandadan, dann, dass ich noch nicht so gespoilert davon werde. Deswegen warte ich jede Woche immer schön ab. Gucke mir erstmal jede Woche immer schön die, die Folge immer an. Und danach überlegt man sich dann immer, holt man sich dann auch noch die Mangas. Ich hoffe, dass Dandadan dann auch weitergehen wird. Aktuell muss ich ganz ehrlich sagen. Geil, also ich mag's, also ich find's cool. Irgendwie ist es, es ist so einfach irgendwie, das kannst du ja nicht beschreiben. Also, entweder du bist davon gleich hin und weg oder du sagst gleich, was für ein Schrott. Das ist bei Danda dann so. So. Ähm, aber irgendwie, die, die, diese ganze Kulisse, dieses ganze, die Oma nachher, die auch kommt, letzte Folge, Oma, ähm, was heißt, wie heißt die nochmal? Der Kampf der, o äh, der Omis? Ey, die Oma von ihr, Alter, was für ein... Was, was für ein Zahn, Alter. Wenn das meine Oma wäre, Alter, Gott im Leben, ey. Oh, uh, Junge, jo, Junge, Junge. Mit der darf sie nicht einkaufen gehen. Ja. Oh, so cool drauf, Adi. Die raucht ja eine Kippe nach der anderen weg, ey. Ist aber geil. Ich mag das. Ich finde das geil, dass diese Serie einfach mal so ein bisschen aus dieser ähm, ja, 0815-Schiene einfach mal so ausbricht und einfach mal völlig crazy wird. Das gefällt mir allerdings im Moment sehr gut an der Serie. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. So, du schreibst noch, beziehungsweise ursprünglich ist ähm, der äh, German Stuff äh, von CR eigentlich für R&D angefertigt worden. Echt? Oh. Und wurde dann, als man gemerkt hat, ähm, dass die Serie durch die Ge Decke geht, ähm, äh, suppliziert. Okay, gibt auch noch einen anderen German Sub, ähm, Sub auf Netflix. Der war zwar auch gut, aber die... aber nicht ganz an den von ADN rankommt. Okay, aber von Ja, ich habe gesehen, auf ADN gibt es die Serie auch. Na, also, wie gesagt, dann da dann, dann. Ich bin einfach nur zufällig blöd auf diese Serie gestoßen und ich fand die gut. Ich fand die echt gut. Also, muss man ganz ehrlich sagen, geile Serie. Bin echt gespannt, wie die weitergeht. So, auf alle Fälle, danke dafür, auf alle Fälle, ähm, Otaku. Na, Wie gesagt, also, ich merke ja auch schon, du bist auch schon ein ziemlicher Serienfan, äh, gerade bei Animes und sowas alles. Na, da werden wir auf alle Fälle noch einige, einige gute Gesprächsthemen raufreißen können. Wahrheitsbringerin, erstmal Hallöchen, ich hoffe, dir geht's gut. Ähm, ich vermute, warum der Macher von Apartment Building äh, von beiden Seiten gefeuert wurde, hat womöglich äh, Gründe. Mit fremdem Content, äh, Content darf man halt kein Geld verdienen. Insbesondere, wenn der Fremdcontent exzessiv viel ähm, übersteigt und somit auch von Memes oder Parodien hinaus abgeht. Äh, machen wir uns nichts vor. Der Macher äh, nutzt echte Pornoszenen. Womöglich ist das der Grund, äh, weswegen das Studio und die Darsteller äh, sich beschwert haben. Ja, gebe ich dir offen recht. Ich wundere mich allerdings immer nur, dass einer wie äh, Apartment bild dann völlig äh, einen auf den Deckel draufkriegt, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich verstehe die Aussage und die... Ähm, den Grundsatz von äh, Wahrheitsbringerin vollkommen. Da wundert mich aber allerdings immer, dass ähm, zum Beispiel die ähm, Devs die ja auch extrem davon leben, diese ganzen Sachen rauszuziehen. Ich meine, die nehmen ja so viel Content aus dem japanischen Business. Naja, und gerade die Japaner, die sind ja richtig extrem. Da muss man wirklich auf... Also es ist kein Scherz jetzt. Die Japaner sind echt übelst extrem, wenn es um Bildmaterial von denen geht. Das glaubt ihr gar nicht. Wenn... Du ähm, Bildmaterial hier irgendwie vertreibst oder sowas. Das kannst du in Japan dafür richtig Ärger kriegen. Und sogar ein Gerichtsverfahren in Japan, das ist echt übel. Hm. Das glaubt man gar nicht. Ne? Also wenn du dann mal nach Japan fliegst und du hast eine, eine, eine Klage von denen auf den Sack bekommen, wirst du erstmal gleich mitten am Zoll eingekascht. Und gehst dann erstmal ab im knast. Das ist krass. Also die Japaner sind da ganz, ganz heftig bei. Deswegen, also ich verstehe ja wohl, was du meinst, Wahrheitsbringer. Ja, die meisten HTML-Games beziehen sich ja wirklich auf diese ähm, Real Porn Footage Scenes, also die Real Porn Scenes. Ähm, da, da machen wir uns nichts vor. Auch wenn sie immer versuchen, das Ganze gezielt und geschickt irgendwie mit einem Slider zu überdecken, von wo diese ganzen Sachen hergekommen sind, sieht man aber doch, dass die ganzen natürlich aus dem Internet-Business, Porno-Business da rausgezogen worden sind. Ähm, was ich. Ja, natürlich, ich verstehe, dass die Darsteller sich natürlich darüber beschweren. Vielleicht auch die, die, ähm, ich glaube die Darsteller eher nicht so. Ich denke mal eher wirklich, es sind die Betreiber der Internetseiten, die da wahrscheinlich da reingehen werden. Weil, wie ich gesagt habe, ich glaube, für einige, da, außer jetzt natürlich die Darsteller verdienen damit natürlich auch selber ihr Geld. Dann ist das natürlich eine ganz andere Geschichte, habe ich ja auch gesagt. Weil ähm, im Porno-Business ist es ja meistens immer so, die drehen da ihr Ding ab. Ähm, die Darsteller werden bezahlt, die Sache ist für die dann Geschichte und gegessen und dann wird der Film vermarktet und verkauft oder an ein Studio äh, abgegeben, damit er dann eben halt in, oder auf jetzt aktuell auch Plattformen vergeben. Ihr wisst, die üblichen Plattformen halt, ja. Ne? Und dadurch kassieren die dann eben halt Kohle. Also das muss man immer sehen, wie das gerade aktuell so der Fall ist, ne? äh, Viele kommen ja auch hier aus den tschechischen, russischen. Bereich so herausgefiltert hat und sonst was alles, also da gibt es was ich was alles für, für Sachen. Aber du hast auch recht, viele von den ähm, von diesen ähm, von diesen Leuten natürlich verdienen damit natürlich auch ihr Geld. Ne? Also die gehen dann los, bezahlen die Girls, machen dann so einen plumpen, na hey, ich habe dich gerade an der Straße gesehen, du willst du nicht 150.000 mal eben verdienen oder irgend so eine billige die Dings und die ja oh ja oh springen wir doch gleich in den Busch na also da wird nicht viel auf Storyline geachtet aber was ich allerdings immer super interessant finde das ist äh, was die daraus machen ne da also musst man mal überlegen, ey. werden die mal da aber diese Darsteller und sonst was alles mal so kreativ und würden mal so ein Game rausbringen, wisst ihr, wie ich meine? <laughs> Klar kostet das Kohle, aber würden die mal wirklich so ein Game rausbringen? Ich glaube ganz schnell, dass viele HTML-Games pleite gehen würden damit, wenn da mal richtig sich mal hintergesetzt wird und mal eine richtige Storyline aufgebaut wird. Apartment Building, ja, hat nicht die beste storyline er hat immerhin es geschafft eine storyline aus dem ganzen wirrwarr dieses ganzen konzept zusammenzubasteln das muss man ja auch erstmal hinkriegen und dann kommen wir zu den Coropo life devs die haben es ja auch geschafft ne irgendwie also nach sich vollziehende storyline aufzubauen in Coropo life es ist es ist schon gut und jetzt hier mit den neuen ähm, games school games da selbst da haben die Jungs eine Storyline aufgebaut. Ich find's immer noch, ey, wie viel Zeit steckt da drin, diesen ganzen Kram zu organisieren? Ey, wie viele Stunden Pornos guckst du dir? Du kannst doch keine Muschi mehr sehen danach. Das kannst du mir erzählen, was? Du willst doch nicht mehr danach. Danach ist erstmal Feierabend mit dir, wenn du die ganze Zeit lang nun zerbrochen diesen ganzen Kram durchguckst, nur um... Material für dein Game zu finden. Ey, und der Schädelplatz nicht für Durchdrehen, ey, Ohne Kack, ey. Danach könnte ich irgendwo in Tibet als Mönch anfangen, ey. Boah, so. Ja, versteht ihr den Zeitaufwand dafür, ey. Das ist... Boah. Hammer, ey. Geh freiwillig in den Exil. Ab nach Tibet. Haare ab und um. Nach. Das ist... Wow also mir würde irgendwann wirklich der ganze Kopf äh, explodieren, bei dieser ganzen Rumsucherei, nur um eben halt wirklich ein Videomaterial zusammenzuschneiden, um dann eben halt für meine mögliche Szene. Was muss ja auch irgendwie, gerade bei den True Europa life devs da passt es ja teilweise auch irgendwie gut zusammen. Also du hast das Gefühl, ja gut, du spielst, eine, du spielst ein Age-Game, aber die Story passt schon irgendwie, ne? Nachher mit den CEO und dies und das alles, das passt schon. Bei den neuen Games zum Beispiel auch. Remu hat wieder ein Feiervergnügen da drin, ne? Und sie als Girlfriend nachher also zu bekommen, ja, das ist, passt schon alles irgendwie. Dann noch mit der Familie passt auch irgendwie alles. Also sie passen sich, sie passen da schon so ein Game an. Und wenn dann die sowas machen würden, Alter, da wäre was weg. Aber ich kann nicht nach, ich kann nachvollziehen, warum du meinst, natürlich, das Apartmentbild wegen dessen verschwunden ist. Und ich kann auch keine Gründe nachvollziehen, dass ähm, ne, einige Studios oder einige Darsteller natürlich auch da richtig Beschwerde drüber eingelegt haben. Sehe ich vollkommen ein, kann ich auch vollkommen verstehen. Ähm. Dass die natürlich nicht um die Ecke anklopfen und sagen, hey, hallo, können wir mal euer Bildmaterial für dieses Spiel hier verwenden? Welches Spiel? Zahle erstmal. Und ja, ich habe aber nicht so viel Geld. Ich bin gerade auf Patreon und verdiene gerade, du verdienst Geld mit unseren Games. Bam, oben bist du weg. Ja, verstehe ich schon. Ähm, so, Ach, neue Version von Spirit Lover war sogar 0.29. Vielen, vielen Dank äh, fürs äh, Bescheid sagen dafür. Ähm, wie gesagt, aktuell, manchmal bin ich nicht up-to-date bei den ganzen neuen Updates, vor allen Dingen, wenn zwischendurch wieder ein neues reingekommen ist, ähm, dann ist es auch bei mir mal einfach durch, das tut mir wirklich leid dafür, aber vielen, vielen Dank, schreibt das immer schon rein, wenn sich aktuell auch ein neues Update dafür, wenn ich ein Update falsch vorgelesen habe, immer rein damit, könnt ihr gerne nochmal neu reinhauen, finde ich echt gut. So, ja, dann haben wir doch alles schon mal so weit vorgelesen. Wir hatten wieder mal einen kurzen Ausschweifer zu HTML-Games. Ich denke mal, das, ist eine, eine, das ist, ist eine Unterhaltungsschiene, da kannst du stundenlang drüber diskutieren. Einige haben ihre Vorlieben für HTML-Games, die mögen so eine Games. Andere sagen, so ein Game rühre ich gar nicht an. Das, ist uns, das mag ich nicht. Das ist auch völlig in Ordnung. Jeder hat halt seine eigene Spiegelwelt, wo er eintauchen möchte und wo er sich wohlfühlt. Das ist auch völlig in Ordnung, meiner Meinung nach. Ne? Wie gesagt, entweder du spielt sie. Ich werde sie trotzdem bringen, weil ich weiß, sie haben auch ihre Fanbase. Das ist ja nicht schlimm. Ich möchte ja halt die Abwechslung für jeden bieten, sodass für jeden was dabei ist, irgendwo in dieser, ähm, dieser Age-Game-Branche Anschluss zu finden und zu sagen: Hey, komm, ja, ich spiele sowas ganz gerne, weil es mir einfach Bock macht, weil es mir Spaß macht, weil ich es cool finde. Ne? Und der andere sagt: Ja, nur weil ich einfach mal Bock sehen will, wie das aussieht. Ne? Jeder soll einfach spielen, was er möchte, meiner Meinung nach. Ich finde es ja auch nicht äh, schlimm, wenn er sagt, der eine spielt dieses Game lieber, der andere will es ein bisschen rougher haben. Ja, okay. Solange es eben halt noch irgendwo <laughs> nachvollziehbar ist. Hm. Ansonsten, was ihr da zu Hause hinter euren versteckten Türen spielt, kann ich sowieso nicht beeinflussen. Also von daher, ja. ich kann nur ähm, sagen, das Spiel ist gut, das Spiel ist gut, das hat mir das gefallen, das hat mir dies gefallen. Ja. Euch meinen Eindruck von den Spielen geben. So, dann kommen wir auch mal zum ersten, äh, zum nächsten ähm, Anime, den ich gerade aktuell mal so geschaut habe. Bin aktuell in Folge 5 von der ersten Staffel. Ähm, so, ich war überrascht. Ich hatte nie den gesehen, der wurde mir angezeigt. Ich denke mir so, oh, was ist das denn jetzt so? Ah, gucke ich mir das an oder gucke ich mir das nicht an? Science fell in love, um, so I tried to prove it. So, das ist ein. Ja, ein Geschmacksanime. Ein wirklicher Geschmacksanime. Und zwar kann ich euch gleich vorweg sagen: Für einige Leute wird der nichts sein. Weil es dreht sich hier sehr viel darum, dass sich äh, eines Tages, also es sind so Nerds, kannst du wirklich sagen, so reine Wissenschaftsnerds. Nerds Nerd ist ja auch wieder ein Begriff, den kannst du in sämtlichen Bereichen bringen. Ähm die sich halt völlig darauf ähm, spezialisiert haben, ähm, Theorien und Begründungen und ähm, ja alles auf äh, mathematischen Basis und um Formeln zu berechnen, zum Beispiel wann tritt was ist warum ist die Welt so wie sie ist was ist dies, was ist das? Alles so oft mathematisch Formeln berechnen, dafür Algorithmen schreiben, eine Präsentation liefern, um genau eben abzuschließen, dass deswegen ist zum Beispiel jetzt der Vulkanausbruch an Tag X27 kommen wird, weil eben halt ne, sowas halt eben. So und eines Tages <laughs> so ähm, kommt äh, diese Shia, das ist diese ähm, lilahaarige zu den äh, zu Ani, Anani, Anami, Anami. Äh oder was war das? Warte mal, das Tageswissenschaftler Wissenschaftler ihren Kollegen China, genau, Aname, das ist die lila Haarige und China äh, China ist der andere Typ mit der Brille. Kommt zu ihnen an und sagt, dass sie sich in ihn verliebt hat. Boom. So. Er völlig weg, sie völlig weg und er dreht sich zu ihr um und sagt, das müssen wir erstmal wissenschaftlich äh, herausfinden, ob das wirklich Liebe ist. Und sie lässt sich auf das Spiel ja, äh, ein. Und die fangen da an, Sachen zu machen. Sie erzählen da. Also, ich glaube, sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Das hat mich völlig gleich ein bisschen überrascht, dass sie da so wissenschaftlich alles auseinandergerissen haben. Deswegen sage ich ja, das ist nicht so für jedermanns Geschichte. Ich fand es sehr unterhaltsam, ehrlich gesagt. Wie viel Scheiße man aus so einer Liebesgeschichte ziehen kann. Also. Wie gesagt, es geht darum, dass sie herausfinden wollen, ob sie, ob sie wirklich ineinander verliebt sind. Und das wollen sie wissenschaftlich belegen. Und glaubt mir. Also, ich habe jetzt bis Folge 5 geschaut und ich konnte mir so das ein oder andere Mal das Schmunzeln echt nicht verkneifen. Sehr gut eigentlich. Ich mag sie. Sie hat auf alle Fälle etwas. Also, was völlig. Auch wieder sowas, wo ich sagen muss, was völlig anderes. Nicht so diese normalen Love Story-Sachen, die wir ja so kennen und so. Sondern einfach geil. Du weißt, du merkst, sie sind da eigentlich ineinander verliebt, aber sie wollen unbedingt diesen ähm, Beweis erbringen, oder besser gesagt, ähm, sie wollen den Studiebeweis erbringen, dass es Liebe, dass die Liebe zwischen den beiden echt ist. Unterhaltsam, sehr unterhaltsam auf alle Fälle. Auch ein paar coole Characters mit dabei und so. Solltet ihr euch auf alle Fälle mal geben. Finde ich echt gut. Na, was sie machen, was sie tun. Aktuell bin ich jetzt, wie gesagt, bei Folge 5. Und ich kann euch sagen, die anderen vier Folgen, die waren sehr unterhaltsam. Aber gleich vorweg ist nicht für jeden geeignet. Also für Leute, die absoluten mathematischen Formeln oder sonst was alles oder irgendwelchen wissenschaftlichen Theorien oder dies und das alles schon bei den Worten, die ich gerade ausgesprochen spreche, eine Langeweile des Lebens verspüren, sollten sich diese Serie wahrscheinlich nicht ansehen. Um, für alle anderen, die einfach mal was Neues sehen wollen und irgendwie sagen wollen, okay, ich will immer irgendwie mal was anderes sehen. Für die sollten das, die Serie auf alle Fälle ein netter Einsteigererfolg sein, um mal was anderes sehen zu können. Ihr könnt euch ja die ersten zwei, drei Folgen ansehen. Schon bei der ersten Folge wird man wissen, ob man die mag oder nicht. Bei der zweiten auf alle Fälle, würde ich sagen, ist man ungefähr so in den Dreh drinnen. Und auf alle Fälle auch sehr interessant wird äh, China sein. Ist er wirklich auch richtig in sie verliebt oder könnte da vielleicht noch eine andere mitbulern? Man weiß es nicht. Auf alle Fälle hat die äh, von meiner Meinung nach einen sehr interessanten, ja, einen sehr interessanten Ansatz gefunden, mich zu unterhalten. Und mir war wieder ein bisschen Abwechslung in dieser ganzen... Love Root Story äh, Serien reinzubringen. Weil sowas mir wissenschaftlich und auch noch so cool wissenschaftlich erklärt, habe ich selten mal sowas gesehen. Und das fand ich sehr interessant. Deswegen habe ich auch mir gedacht, empfehle ich euch mal die Serie auch. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, schaut sie euch gerne mal an. Ist auf Crunchyroll gerade aktuell äh, draußen. Gibt, äh, wie viel gibt es denn eigentlich aktuell? Zwölf Folgen gibt es aktuell. Hat sie denn schon eine zweite? Hat sogar schon eine zweite Folge. Super geil. Zweite Staffel auch gleich mit drin. Schaut sie euch doch einfach mal an. Na, und ihr könnt ja nach der ersten Folge immer sagen: noch, ist nichts für mich. Oder wenn ihr jetzt schon meintet, äh, was ich euch so erzählt habe davon, dass ihr gleich so sagt: äh, komm, lass raus, ist nichts für mich. Dann ist es auch okay. Aber wie gesagt, ich finde es gar nicht mal so schlecht. Ganz cool, ganz nett erzählt. Fragt mich, was eine 14 Plus ist. Ich habe noch nie gehört, dass man eine 14 Plus vergibt. Also, das Ding hat eine 14 Plus gekriegt. Hä? Nicht empfohlen für Minderjährige unter 14 Jahren. Also, ich habe ja schon alle Altersgruppen gesehen. Also nicht unter 12 Jahren, nicht unter 16 Jahren, nicht unter 18 Jahren. Aber eine 14 Plus habe ich noch nie gehört von. Bin ich jetzt ganz ehrlich, war ich sehr überrascht, als ich das gesehen habe. 14 Plus, da war ich wirklich überrascht. Kannte ich noch nicht vorher. Habe ich noch nicht vorher, hab ich nie vorher im augenscheinlichen Blickwinkel gesehen, dass es eine 14 Plus gibt. Also im Deutschen war doch eigentlich immer 12 plus, 16 plus und so. Also USK 12, USK 16, USK 18 oder, oder, naja gut, so mein Standpunkt, Alter. USK 0, ne, für alles, Alter, Alter. Ne, USK 6, glaube ich, gab es auch noch. Ich glaube 0, 6, 12, 16, 18. Ich glaube, so in den Dreh rum ging das mal. Aber eine 14 plus habe ich noch nie gesehen. Was ist mir bisher noch nicht aufgefallen. So. Und ja, dann war es das auch schon für heute. Hoffentlich hat es euch sehr gefallen. Ich wünsche euch allen erstmal ein wunderschönes Wochenende. Genießt den Rest des Wochenendes noch und wir sehen uns dann wieder nächstes Wochenende zu einem weiteren Tatsumaki Talk am Wochenende. Vielen Dank fürs Zusehen und ein schönes Wochenende euch noch.